Super cool. Also da geht jetzt ein bisschen was voran. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Milch noch über den Winter. Also der nächste Winter wird ein bisschen hart, weil wir haben nicht viel Essen. Aber ansonsten sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hallo und willkommen zurück zu Austriv. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier in Nichopolis. Das nächste Frühjahr, der nächste Sommer beginnt langsam schon. Wir sind schon ein bisschen weiter im Jahr und es hat sich ziemlich viel getan. Es gibt aber immer noch unglaublich viel zu tun. Also die Leute sind alle gut beschäftigt. Wir haben jetzt 50 Einwohner aktuell und wir bauen immer noch Häuser dazu, dass wir noch so ein paar mehr Leute unterbringen können. Feuerholz ist ein bisschen knapp. Wir haben auch ganz gute Nachfrage nach allem, was wir so herstellen inzwischen. Es ist ein kleines Dörfchen geworden. Ich habe auch so einen Geheimtipp für alle von euch, die vielleicht auch dieses Problem mit dem Mauszeiger haben. Wenn der verschwindet und ihr keinen Mauszeiger mehr habt, dann versucht es mal im Fenstermodus. Im Fullscreen-Modus kann ich jetzt die Alpha 5 aktuell nicht spielen, weil da immer der Mauszeiger fehlt. Also einfach ohne Fullscreen spielen, dann geht das. Bei mir zumindest, das war jetzt die einzige Lösung, die bei mir ging. Die andere Bildschirmauflösungen oder so haben da nicht geholfen. Das konnte ich nur fixen, indem ich im Windowed-Mode spiel. Okay, so viel zu dem Thema. Ansonsten funktioniert alles ganz gut. Wir haben jetzt die Windmühle stehen. Das heißt, wir produzieren jetzt Mehl aus dem Weizen, was wir haben. Die Kartoffeln gehen langsam zur Neige. Da haben wir jetzt dieses Jahr keine angepflanzt. Das ist nicht gut. Aber eine Heirat. Okay, das ist ja cool. Die haben hier geheiratet. Das waren da bestimmt junge Leute aus unserem Dorf, oder? Die dann geheiratet haben und so ein neues Haus beziehen, ne? Nice. Haben wir wieder mehr Leute, oder? Können wir direkt wieder welche hier als Bauarbeiter einstellen. Wir haben jetzt 3 Fischer. Wir haben auch schon so ein bisschen Fisch. Und wir können ja auch Fisch trocknen. Ich glaube, das machen die dann im Winter, wenn wir genug Lagerkapazität haben. Im Moment fahren die alle draußen rum. Wir könnten natürlich mehr Leute einstellen, wenn wir welche hätten. Aber das machen wir nicht. Genau, die Boote sind, glaube ich, noch in Ordnung einigermaßen. Eins geht bald kaputt. Müssen wir darauf achten. Die Wagen sind noch okay. Waren ziemlich kaputt, aber noch okay. Wir haben jetzt endlich die Town Hall stehen. Das ist ziemlich cool. Da haben wir die gleiche Overview, die wir auch hier oben haben. Mit Treasury, Resources und Population. Die Ressourcenübersicht ist super wichtig, dass wir da zum Beispiel unser Eisenvorrat immer im Blick behalten. Und genau, da haben wir halt die beste Übersicht, was wir so brauchen auch. Also wir brauchen sehr viel Feuerholz. Wir brauchen jetzt 30.000 Feuerholz, 18.000 Charcoal. Das sind schon krasse Zahlen. Und 57.000 Holz. Deswegen haben wir immer zu wenig Holz. Wir haben jetzt 3 Holzfäller inzwischen. Und die kommen trotzdem nicht hinterher. Ihr seht, dass wir haben kaum was auf Lager. Ich glaube, wir könnten mal einen der... Ah, nee, können wir auch nicht. Wir haben zu wenige Nägel, zu wenige... Metal Parts passt, aber zu wenige Nägel. Also wir brauchen 2 Schmiede, weil wir so viel bauen aktuell. Die Brücke ist fertig. Wir haben jetzt so eine Brücke stehen und die Boote fahren da drunter durch, scheinbar. Also das funktioniert, glaube ich. Sieht gut aus. Ja, es gibt auch echt viel Neues, was wir noch zu tun haben. Ich habe auch noch so ein Orchard hier dazugestellt, also so eine Pflanzung mit Obstbäumen. Die pflanzen jetzt Apfelbäume an. Da könnte man auch noch andere machen. Da gibt es auch noch Kirschbäume und ähnliches. Aber da brauchen wir dann eine eigene, glaube ich, für. Und da kann man richtig viele Leute einstellen. Ich weiß nicht, ob wir da so viele brauchen. Ich glaube nicht. Oh, Messenger ist da. Das ist gut. So. Da könnten wir wieder Eisen einkaufen. Aber wir haben keine Coins. Kartoffeln haben wir auch nicht zum Verkaufen. Wir könnten Mehl verkaufen. In Storage haben wir gar nichts. Sell, Export Stock. Wir haben 30 Mehl. Das ist zu wenig. Da können wir nichts mit anfangen. Was ist denn das wert? Das könnten wir nochmal schauen. Mehl ist 0,15, also eh nichts wert, ne? Mehr als Kartoffeln, aber immer noch fast nichts. Aber wir stellen das jetzt mal her. Vielleicht können wir da später Brot draus backen oder so. Ach, da fehlt sowieso gerade wieder der Arbeiter. Wir haben einfach zu wenige Leute. Nehmen wir hier mal einen raus, dass der wieder Mehl herstellt vielleicht. Okay. Ja, was wir jetzt machen müssen, ist dringend mal so ein paar Lager aufbauen, weil wir, glaube ich, inzwischen so viel brauchen, dass die Lager... schon wichtig werden. Da gibt es so Granaries, eine große und eine kleine. Wir bauen, glaube ich, erstmal so eine kleine.
Warehouses, dann gibt's Lager für Heu und Stein. Holz sehe ich jetzt nicht. Wir bauen mal so eine Granary und ein Warehouse, hätte ich gesagt. Und die bauen wir mal irgendwie so, vielleicht hier so mittig dazu. Haben wir hier mal so einen Lagerbereich. So, wo ist denn da der Eingang? Hier war der Eingang, ne? So. Genau, dann machen wir hier so einen Durchgang und bauen dann hier so ein paar Lager auf. In der Mitte haben wir dieses Dorfzentrum. Da steht jetzt schon so ein Marktstand. Der verkauft Fisch und Firewood und Dried Fish. Aber das haben wir jetzt momentan noch nicht. Und dann bauen wir hier noch so ein Warehouse dazu. So. Stellen wir so ein Stück zurück. Das ist ein bisschen größer. Bam. Und dann seht ihr schon, die Stadt wächst. Hier ist echt viel in Auftrag. Wir bauen eine Schule. Wir bauen auch so eine Taverne. Das ist alles geplant. Ist alles in Arbeit. Ihr seht, wir haben eine große Liste, was noch alles gemacht wird. Hier drüben baue ich auch schon mal eine Brücke, dass wir da rüberkommen. Dass die Leute da vielleicht rüberkommen, dass sie nicht hier komplett außen rumlaufen müssen. Dass die Wege so ein bisschen kürzer sind. Und dann könnten wir jetzt auch mal so einen Steintypen bauen, ne? Oh, das ist so viel auf einmal schon wieder. Wir brauchen früher oder später, denke ich, Stein. Stone Mining Camp. Ich denke, das wird dann wichtig. Das stellen wir jetzt einfach mal hier daneben, oder? So, hier neben die Brücke. Dann kommen die da schnell rüber. Genau. Und die können dann hier unten irgendwie Stein sammeln. Das sind so Steinvorkommen. Und hier oben ist Limestone. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch irgendwo so Vorkommen haben. Ich habe die jetzt nur da gesehen. Also ich glaube, der Rest ist ziemlich kahl bei uns. Wir haben ziemlich wenige Ressourcenvorkommen. Aber man kann das ja immer bei den anderen Dörfern nachkaufen, notfalls. Das ist dann immer Plan B. So, was habt ihr? Zu wenig zu essen? Die wollen mehr Abwechslung. Die haben Buckwheat und Potatoes. Ja, dann holt euch halt einen Fisch. Oh, wir haben keinen Fisch. Da haben wir Fisch. Hier ist Fisch. 73. Holt euch einen Fisch. Holt euch einen Fisch, bevor ihr jammert. Die haben auch keinen Fisch geholt. Aber der holt gerade Fisch, dann passt's wieder, oder? Also ich denke, dass je mehr Leute wir jetzt haben, desto höher werden dann auch die Ansprüche, nehme ich mal an. Oh, die wollen jetzt alle irgendwie mehr Variety. Also ihr seht schon, wir haben ziemlich viel vor. Mehr Variety. Äpfel kommen jetzt noch bald dazu. Dann haben wir zumindest nochmal Äpfel. Dann hätte ich gerne Milch. Das heißt, wir kümmern uns mal drum, dass wir so ein paar weitere Dörfer erschließen. So, was können wir denn noch erschließen? Das haben wir ja schon. Na, da müssen wir einen neuen Post bauen. Es gibt diese drei Dörfer hier noch, die wir nicht erschlossen haben. Und die haben alle keinen Dock. Das heißt, wir müssen da so einen anderen Trading Post bauen, dass wir da hinkommen. Dann machen wir das halt einfach, ne? Das ist, glaube ich, wichtig, sonst kommen wir wahrscheinlich nie an Kühe ran. Weil die anderen haben immer noch keine Kühe am Start. Wo stellen wir denn das Ding hin? Das ist ja riesengroß. Hier so? Neben die Brücke? Uns fehlen Nägel. Das wäre aber nicht gut, wenn uns Nägel fehlen würden. Wisst ihr was? Wir stellen das jetzt hier unten hin. Da ist so ein bisschen uneven, aber es geht. So. Bam. Gut, dann ist das geschafft. Jetzt muss dann nur noch gebaut werden. Das wird halt jetzt echt lange dauern. Also ich denke, die Warteschleife haben wir dann so Ende nächstes Jahr dann fertig. Das heißt, ich muss eigentlich so ein bisschen priorisieren. Aber wir brauchen das irgendwie alles. Also die sollen mal machen, wie sie das für richtig halten. Wir haben ja zumindest einige Leute inzwischen, einige Arbeiter auch. Also da geht was voran. Wie viele Frauen haben wir denn eigentlich? 8 Frauen, die nichts tun. Aber die sind gut als Erntehelferinnen, ne? Die würde ich fast so ein bisschen rumlaufen lassen weiter. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Gut. Ja, ich weiß, ihr wollt Äpfel. Holt euch erstmal einen Fisch. Fisch sieht gut aus. Wir haben ein bisschen Fisch am Start. Wir haben nur noch 2 Fische. Einer ist irgendwie abhanden gekommen. Na gut. Brücke ist fertig. Ja, dann warten wir mal ab, bis die so ein bisschen bauen. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen mehr Handel treiben. Was wir noch bräuchten, ja, wollen wir noch mehr dazu bauen? Eigentlich nicht, ne? Aber wir bräuchten noch mega viel. Wir bräuchten dringend so eine Schmelze, dass wir das Eisen, was wir gekauft haben, auch einschmelzen können und verwenden können. Das, wo ist denn so eine Schmelze? Die habe ich schon mal gesehen, Smeltery. Die brauchen Charcoal, ne?
Könnten wir hier unten irgendwo dazu bauen? Auch auf dieser Uferseite zum Beispiel. Place is occupied. Braucht auf beiden Uferseiten Platz. Hier könnten wir das machen. Hier haben wir schon alles zugebaut, ne? Oder wir stellen es hier oben hin. Das geht natürlich auch, dass wir das hier so hinstellen. Oder auf die Seite. Wir machen das mal hier drüben, weil da wollte ich dann sowieso noch so einen Holzfäller hinstellen. Machen wir das mal hier. Sieht richtig cool aus, ne? Mit so einem Wasserrad. Ich weiß nicht, warum die so ein Wasserrad und so eine Staustufe brauchen. Vielleicht brauchen die Wasser, um das Metall zu kühlen, wenn es geschmolzen ist. Ich weiß es nicht. Das Ding stellen wir mal dahin. Die können dann das Eisen schmelzen. Okay, dann sind wir wieder so ein Stück weiter. Und es gibt auch eine Mine, ne? Aber wir haben, glaube ich, kein Vorkommen. Also das können wir hier bei uns auf der Map dann gar nicht bauen. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Was wir noch hinstellen könnten, wäre der Weaver's Workshop. Der nimmt nämlich Hemp und Flax und stellt daraus Stoffe her. Das wäre halt auch ziemlich cool, dass wir dann aus den Stoffen auch mal was machen können. Den würde ich vielleicht hier irgendwo dazustellen. Tun wir mal hier mit hin. So. Ja, und dann warten wir jetzt erstmal ab, was so passiert. Was hättest du denn gerne? Wir haben wieder einen Händler bei uns. Oh, der verkauft Glas. Das ist nicht günstig. Der hat auch getrockneten Fisch. Der ist ein bisschen günstiger. Honig. Und der will Sunflower Oil. Das könnten wir auch herstellen. Wir haben ja Sonnenblumen, ne? Hat sich das gerade geändert? Keine Ahnung. Äpfel haben wir nicht. Ansonsten haben wir jetzt momentan nichts für den. Sonnenblumenöl. Also wir haben ja Sonnenblumen-Samen geerntet. Jetzt brauchen wir nur noch so einen Oil-Workshop, glaube ich. Den könnten wir auch noch mit dazu bauen. Das sollten wir wahrscheinlich auch, ne? Oh je. Wo stellen wir den hin? Hier oben? Dann stellen wir den mal hier gegenüber hin, oder? Den Oil-Workshop. So. Bam, steht. Genau, wir haben ja Sonnenblumen gesammelt. Wir haben noch nicht viele. Die sind, glaube ich, dieses Jahr erst reif geworden, oder? Sunflower? Das ist echt nicht viel, was wir da haben. Ah, da kommt aber noch was dazu. Wheat, Barley, Flax. Das waren die Sunflowers, okay. Wachsen die gerade noch? Sieht aus, als würden die noch wachsen. Angeblich wachsen die noch. Ripening ist voll. Growth ist nicht voll. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist wohl die Menge, die noch übrig ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Also die wurden schon geerntet. Und die werden jetzt dann eingesammelt, ne? Irgendwie sieht man die nicht? Ist ja komisch. Ich dachte, ich hätte die schon gesehen, ne? Sunflower. Ach so, die wachsen ziemlich spärlich. Das Feld ist irgendwie... Wir müssen unbedingt die Felder pflügen, ne? Wir brauchen Ochsen, wir brauchen Kühe. Die sammeln diese Pflanzen hier ein. Das sind wohl die Sonnenblumen. Okay. Und deswegen haben wir so wenige, weil das Feld irgendwie nicht so ertragreich war dieses Jahr. Nutrients. Also da müssen wir als nächstes dann eine Brache machen, dass das Feld sich erholt. Das ist man, glaube ich, fast überall. Das ist nicht gut. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Ja, ich habe auch so ein paar Bänke und so hingestellt, dass es ein bisschen schöner aussieht. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Baum, der wächst noch. So eine schöne Bank. Der Baum ist schon größer geworden. Also es dauert wirklich Jahre, bis die Bäume wachsen, ne? Der wird jetzt jedes Jahr so ein bisschen größer, der Baum. Richtig cool. Also da können wir noch richtig viel machen, glaube ich. Die hätten jetzt alle gern mehr Abwechslung. Die werden echt anspruchsvoll. Wir haben keine Boote mehr. Wir brauchen einen Bootmann, der die Boote repariert. Den Wagen geht's noch gut, ne? Noch funktionieren sie. Okay, wir haben wieder ein bisschen Holz auf Lager. Das sieht auch besser aus. Okidoki, ja, dann lassen wir die jetzt mal ein bisschen schuften. Und mal schauen, wie lange es dauert, bis wir die ganzen Sachen stehen haben. Fellow. Das ist jetzt Brachland fürs nächste Jahr. Der Kollege hat bei uns gerade eingekauft und zwar 200 Mehl. Kommt er da durch? Das sieht so aus. Der fährt einfach durch. Da wurde wieder ein Kind geboren. Super cool. Also die Brücken sind kein Hindernis. Das ist gut. Wir brauchen keine so Klappbrücken oder sowas. Die kommen da auch so durch. Der fährt jetzt erstmal nach Hause nach... Keine Ahnung wohin. Muss auf die Map gucken, ne? Woher kommt der?
Ich glaube, die bieten alle die gleichen Panitüne, ne? Paniotüne. Das ist, Paniotüne ist da oben, genau. Die bieten, glaube ich, immer die gleiche Bezahlung pro Ressource. Da habe ich jetzt noch keinen Unterschied feststellen können. Unser Handelsposten wird hier gerade gebaut, also der sollte dann auch irgendwann mal fertig werden. Und da sind wir so ein bisschen vorangegangen. Wir sind jetzt im April schon wieder, wir sind ein bisschen weiter, aber es dauert alles ein bisschen. Ne? Wir brauchen unglaublich viele Ressourcen aktuell. Wir haben jetzt 3 Schmiede, die hier alles versorgen. Die Granary und das Warehouse sind fertig. Da müssen wir Leute einstellen, die dann die Ressourcen da einlagern. Das ist doof, weil wir haben nicht so viele Leute. Aber ich würde schon gerne so ein paar Sachen zwischenlagern, zum Beispiel Nägel und sowas oder Kartoffeln. Die haben alle so eine Kapazität von 10.000. Da muss man sich dann überlegen, was man einlagern möchte. Hier kann man halt 8 verschiedene Sachen, glaube ich, einlagern. Ja. Und hier sind es weniger, hier sind es nur 5. Und wir brauchen definitiv ein eigenes Lagerhaus für Feuerholz und so ein Zeug. Aber ich glaube, wir verlegen diese Forestry darüber. Ich habe die schon in Auftrag gegeben. Irgendwann ist es dann soweit. Wenn der Wald abgeholzt ist, dann gibt es hier keinen neuen Wald mehr. Und dann nehmen wir diese Forestry hier raus. Die steht da so ein bisschen im Weg. Okay, dann haben wir wieder einen Händler. Schon wieder aus dem gleichen Dorf, ne? Brauchen wir jetzt momentan nicht. Wir haben kein Iron mehr. Okay, vielleicht brauchen wir doch Iron. Müssen kaufen. Ich baue hier auch die Smeltery, um dann das Erz schmelzen zu können. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, was einzukaufen, weil wir haben eigentlich überhaupt keine Coins mehr. Der hat nur Eisenerz. Wir brauchen aber Eisen. Jetzt warten wir mal. Wir haben momentan noch ein paar Nägel auf Lager, ein paar Metal Parts und ein bisschen Eisen haben wir auch noch. Ist das alles, was wir haben? Eisen? Ja, wir haben kein Eisen mehr auf Lager. Das ist doof, wir haben noch Eisenerz. Also das Ding hat dann Priorität, dass wir das mal fertig bauen. Aber wir haben auch gar keine Leute, die sich darum kümmern können. Wir haben ja nur 2 Arbeiter aktuell. Da geht halt nicht viel voran. Wir haben akute Arbeiterarmut. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie umstellen kann. Ob man sagen kann, die Frauen machen jetzt die Holzfällerarbeiten oder die Frauen gehen fischen oder so. Higher Options. Higher Men, Higher Women. Das kann man doch umstellen, oder nicht? Kann man das nicht so machen? Dass man sagt, Higher Women? Apply to all. No buildings of this type. Das hat aber jetzt. Das hat er übernommen, ne? Wenn ich das jetzt. Wenn ich da neue Leute einstelle, kommen dann da jetzt Frauen? Ich glaube nicht. Also. Ich könnte sogar Kinder anstellen, ne? Aber das ist irgendwie das. Ist das das Seasonal Hiring? Also ich glaube, das kann man nicht einstellen. Wage kann man einstellen. Also wir haben ja auch so ein bisschen das Problem. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielleicht kommen ja doch irgendwann Frauen und arbeiten da. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist streng verteilt und wir können da nichts machen. So hatte ich das eigentlich verstanden. Weil Frauen hätten wir relativ viele. Wir haben 7 Frauen, die jetzt nicht so viel tun. Die könnten auf den Feldern dann wieder helfen. Also die haben dann schon was zu tun, aber immer nur so eine kurze Zeit lang. Wäre natürlich gut, wenn wir die irgendwo unterbringen könnten sonst. Die können sich zum Beispiel um die Äpfel kümmern. Das dürfen die Frauen. Und dann wäre es auch wichtig, dass wir irgendwie die Treasury unter Kontrolle bringen, weil wir haben immer noch ziemlich viel Verlust. 283 Ausgaben hier. Und wir haben fast kein Income, nur so ein bisschen. Was ist das dann? Housing Rent? Land Taxes? Wir können das alles so ein bisschen anheben einfach mal. Mal gucken, was dann passiert. Land Tax? Wealth Tax. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir haben ziemlich viele Leute, die ziemlich wohlhabend sind scheinbar. 100 plus, kann es sein? Irgendwie so? Aged? Ich weiß es nicht. Sieht für mich so aus, als hätten wir. Was ist denn jetzt eigentlich? 100 plus? 40 bis 100? Das heißt, die sind reich und die sind arm? Das wäre ja nicht so schlecht. Aber rot heißt ja. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Wir müssen mal so eine Wealth Tax hier einführen. Für die Wohlhabenden. 100 ist der Threshold. Okay. 100 plus ist reich. Was auch immer das dann bedeutet.
Wir könnten auch sagen, ab 80 ist man schon reich, ne? Ich hoffe nur, dass die Leute da nicht abhauen. Wir machen das mal so, dass wir die auf 80 stellen. Tavernen und Barber Texas. Produkte werden ein bisschen teurer. Und dann gucken wir jetzt mal, was das bringt, ne? Also die Manager verdienen scheinbar ein bisschen mehr. In manchen Gebäuden gibt es so Managerposten, hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollen, ob das viel bringt. Keine Ahnung. Wir haben ja auch so einen Counselor und einen Major. Das müssen wir alles noch rausfinden. Also Mayor heißt das, ne? Der Bürgermeister. Nicht Major, das ist der Militärtitel dann. Okay, also es gibt echt viel, was wir hier noch rausfinden müssen. Und der Trading Post ist immer noch nicht fertig, aber er ist auf dem Weg. Wir haben jetzt noch 140 Eisen. Das nächste Mal, wenn jemand kommt, so ein Händler aus dem anderen Dorf, dann kaufen wir wieder Eisen zu. Wir sind bei 800, also bei 2000 haben wir angefangen. Wir haben schon mehr als die Hälfte unserer Coins aufgebraucht. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen. Deswegen müssen wir unbedingt mal die Schmelze bauen, weil dann können wir Roheisen einkaufen. Das ist so ein bisschen günstiger als geschmolzenes Eisen. Genau, wir haben jetzt auch so ein Stone Mining Camp hier stehen. Da haben wir zwei Leute drin. Nehmen wir mal einen, das reicht. Die haben schon Limestone und Stein auf Lager. Das Limestone müssen wir, glaube ich, dann noch weiter verarbeiten. Die machen das gut, die Holzfäller. Da haben wir immer noch einen Posten frei. Wir haben wieder drei Fischer. Der Fisch geht weg wie... Also Fischbrötchen, da stehen die Leute drauf. Wir haben null Fisch auf Lager. Wir haben noch ein bisschen Buckwheat. Wir haben allgemein wenig zu essen gerade, ne? Wir haben noch ein bisschen Buckwheat im Lager. Keine Kartoffeln. Habe ich die Felder umgestellt? Ich habe die Felder, glaube ich, gar nicht umgestellt, oder? Da muss ich drauf achten. Weil jetzt wächst wahrscheinlich nicht viel. Genau, deswegen wächst es so spärlich. Ich habe mich nicht um die Felder gekümmert. Es gibt so viel hier zu tun. Okay, also wir brauchen, glaube ich, auch mehr Felder. Wir können mal noch ein Feld anlegen. Wir sind ja im Mai, vielleicht ist das noch rechtzeitig. Da sind halt noch die Bäume im Weg, ne? Machen wir mal noch ein Feld hier hinten. Oder hier vorne oder irgendwo. Ich weiß nicht wo. Machen wir mal hier noch ein Feld dran, oder? Dürfen wir gar nicht, oder? Too short. Vielleicht sind es doch jetzt schon... Wieso dürfen wir hier denn nicht anfügen? Ach so, das war too short, deswegen. Too long, too short. Das ist ja nicht so einfach hier. Machen wir mal so. So. Bam. Und dann pflanzen wir da noch Kartoffeln an. Das ist, glaube ich, das Schnellste. Activate. Ich hoffe, die machen das noch. Blowing, skipped, sowing. Ich hoffe, die machen das noch dieses Jahr. Schauen wir mal. Ja, da kommen schon welche. Erntehelfer sind auf dem Weg. Da wird jetzt ausgesät. Perfekt. Hier können wir nicht. Das muss ich jetzt erholen, das Feld. Und dann müssen wir nächstes Jahr wieder ein paar Felder brach liegen lassen. Da fehlen nämlich wieder die Nährstoffe. Und das mit den Äpfeln dauert unglaublich lange, weil die Bäume müssen ja erst wachsen. Das heißt, ich glaube, Äpfel haben wir dann erst so in 3-4 Jahren frühestens. Das ist nicht gut. Ich habe mir noch eine Orchard hier in Auftrag gegeben. Für, weiß nicht, Kirschbäume oder so. Mal schauen. Aber da muss man echt planen hier. Das dauert teilweise wirklich Jahre, bis da irgendwas losgeht. Und die beschweren sich schon wieder, dass sie zu wenig Abwechslung haben. Wir sollten vielleicht noch einen Fischer mit dazustellen, ne? Vielleicht hier drüben? Einen Fischer. Jetzt sind wir schon dabei, die Gebäudeanzahl hier zu verdoppeln bei den Fischern. Zwei Fischer hinzustellen. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, jetzt noch mehr Leute anzustellen. Oder wir machen den Fischer hier drüben, weil da ist auch dieses Bootdock. Machen das mal hier. Da ist gerade wieder ein Händler da. Ich lass mal langsamer laufen. Machen wir mal hier, weil das ist Boat-Dock direkt nebendran. Das ist praktisch. Uneven. Hier geht's. So. Dann stellen wir da noch drei Fische an oder so und gucken, ob wir vielleicht genug Fische rankriegen. Fisch ist, glaube ich, ziemlich kostbar. Also, die Leute bringen nicht viel Fisch ran. Das sind drei Leute und die bringen fast nichts. Das ist nicht gut. Ich glaube, die Boote gehen auch gerade kaputt. Das heißt, wir bauen mal neues.
Wir stellen mal wieder jemanden an hier im Boatyard, so, dass der die Boote repariert und dann die neuen Boote bauen kann. Hey. Der soll erstmal die Boote reparieren. Wir haben 2 Arbeiter momentan, also es geht nicht viel voran. Wir haben 59 Angestellte, weil die futtern alle so viel, ne? Wir müssen uns mehr auf Felder konzentrieren, weil das können die Frauen machen. Wir brauchen mehr Felder, weil wir haben genug Frauen, die Felder dann bestellen können. Und ich glaube, eine Farm reicht im Prinzip. Die machen das eigentlich ganz gut. Die Bäume müssen weg, damit wir da Felder machen können. Das wäre noch ganz wichtig. Oder wir machen hier halt noch ein Feld. Eieiei. Wir machen hier jetzt einfach noch ein Feld. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir können nicht warten. Können wir das so machen? Das ist zu short. Wir machen hier jetzt noch ein großes Feld dran. So. Too long. Das geht. Bam. Und hier pflanzen wir dann nochmal Buckwheat an. Das könnt ihr auch direkt essen. Activate. Pflanzen die das noch an jetzt direkt? Schauen wir mal. Wir sind im Juni. Jetzt wird es langsam knapp, ne? Sieht aber so aus, als würden sie es, ja, ich glaube, nicht mehr machen. Es war schon ein bisschen spät. Die müssen halt dann auch so weit laufen. Ich wollte hier oben noch Felder machen. Aber die Holzfäller sind noch nicht fertig. Endlich haben wir jemanden gefunden. Wir haben jetzt den Trading Post stehen. Und in Balaklia gibt es Kühe und Schweine und Pferde und Schafe zu kaufen. Und Nägel, das ist super cool. Und Eisen brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wir gehen jetzt mal mega auf Shopping-Tour, obwohl wir es uns überhaupt nicht leisten können. Wir müssen jetzt nochmal... Kaufen wir einfach mal 400 Eisen. Dann brauchen wir Kühe. Wir brauchen... Gucken wir es... Oh, 40. Wir brauchen 2 Kühe. Nee. 2 und... einen Bullen, oder? Das müsste ja reichen, oder? Glaube ich. Schauen wir mal. 120. Wir haben nur noch 700 Coins. Okay, tun wir es. Bam. Die sollten uns dann Kühe liefern. Das heißt, wir brauchen jetzt hier jemanden, der sich um die Kühe kümmert. Und die fressen dann, denke ich, Heu, oder? Was fressen die? Wir haben hier Heu, also das sollte passen. Das Feld muss noch neu belegt werden. Wir haben so ein bisschen Essensarmut, ehrlich gesagt. Wir haben nicht die richtigen Sachen angepflanzt letztes Jahr. Da habe ich mich zu wenig um die Felder gekümmert. Nächstes Jahr müssen wir dann schauen, dass wir die Lager alle voll machen. Ich glaube, die Felder sind jetzt... Ah, das müssen wir mal ändern. Machen wir dann irgendwie Buckwheat oder was? Buckwheat. So, Buckwheat und Kartoffeln kann man gut wechseln. Die passen gut zusammen. Und Wheat kann man gut mit Buckwheat oder mit Hemp oder Flachs. Hemp und Flachs mit Wheat und Barley mischen. Dass wir möglichst selten so eine Brache machen müssen. Und wir müssen jedes Jahr im September oder November müssen wir die Felder gucken und alle neu einstellen. Da muss ich mich dran gewöhnen. Das ist super wichtig. Ich glaube, ich mache von jetzt an nichts mehr an den Feldern, sondern ich warte ab bis Dezember und dann mache ich alle Felder auf einmal, ich kann es vergessen. Das ist, glaube ich, eine gute Strategie. Die brauchen noch Stein. Awaiting 100. Wir haben keinen Stein mehr auf Lager. Wir haben nur einen, der sich um Steine kümmert. Oh, wir haben wieder richtig viele Leute am Start. Das ist gut. Nehmen wir da mal 2 raus. Und genau, dann haben wir... Ach, die Schmiede habe ich leer gemacht, weil wir haben ja kein Material mehr. Wir haben aber noch ein bisschen was gelagert an Nägeln und so weiter. Lass mal wieder schnell laufen, so, dass da was vorangeht. Balaklia, der ist immer noch da. An die könnten wir... Was können wir dann die verkaufen? Wir brauchen mal irgendwas, was Coins bringt. Mehl und Kartoffeln, so brauchen wir selber. Bringt auch fast nichts. Textilien bringen ein bisschen was. Leder, ein bisschen was. Metal Parts bringen ein bisschen mehr, aber die müssen wir eh einkaufen. Horsetech. Honig. So Leder und Textilien wäre ganz gut, ne? Textilien kann man ja aus Hanf und so herstellen. Sunflower Oil ist auch nicht so schlecht. Dried Fish braucht Salz. Da habe ich rausgefunden, woher man Salz kriegt. Das ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt hier so einen...
Saltworks heißt es. Und die brauchen irgendwie so Salz im Untergrund und buddeln das dann aus. Und da gibt es nur wenige Stellen, wo das geht. Und witzigerweise haben wir mitten in der Basis hier so eine Stelle. Das heißt, wir stellen das Ding jetzt einfach mitten hier rein, ne? Weil wir es können. Ungefähr hier so. Da steht es, glaube ich, gut. Und bam, steht. Also nächstes Jahr dann vielleicht. Genau, also es geht ein bisschen voran. Handelsposten steht. Da haben wir jetzt so einen Manager drin, den brauchen wir, dass wir Kühe einkaufen können. Da haben wir auch einen Manager drin und einen Worker, den brauchen wir nicht gerade. Eisenerz haben wir dann noch auf Lager. Gut, dann stellen wir hier wieder zwei ein, wenn wir sonst niemanden brauchen. Die Fischer sind am Start, die haben kaputte Boote, da brauchen wir jemanden. Haben wir noch jemanden? Nee. Jetzt ist da einer eingestellt. Perfekt. Wir haben echt ziemlich viele Leute gerade. Sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, was da immer passiert. Mal zu wenig, mal zu viel. Da stellen wir. Ah, hier sind auch schon wieder zwei angestellt. Okay. Wir haben jetzt 59 Leute und im Moment passt aus irgendeinem Grund. Schauen wir mal, wie lange noch. Ich glaube, wir pausieren mal kurz diese Schmelze, dass die irgendwas anderes bauen. Weil wir haben eigentlich genug Ressourcen. Uns fehlt nur Stein. Dann geht jetzt wieder ein bisschen was voran. Ich glaube, wir müssen auch mal noch einen zweiten Typen in die Mühle packen. Aber im Moment haben wir nicht so viel Weizen. Also wir können scheinbar richtig viel lagern in den Farmen. Das sieht gut aus. Wir haben 3000 Flachs auf Lager. Wir bauen ja jetzt auch den Weaver. Der sollte dann aus Flachs und Hanf irgendwie Stoffe herstellen. Und dann können wir bald Kleidung produzieren. Die können wir dann vielleicht teurer verkaufen. Wir müssen irgendwas verkaufen, weil sonst sind wir bald pleite. Nahrungstechnisch haben wir jetzt im Moment Fisch. Der ist immer sofort weg. Wir haben Mehl. Das ist auch immer sofort weg. Und wir haben noch so ein bisschen Buckwheat, aber da gehen die Vorräte gerade zur Neige. Ich glaube, da haben wir jetzt dann nichts mehr. Das sieht nicht so gut aus. Wir brauchen noch jemanden hier fürs Getreide, dass wir wenigstens irgendwas zu essen haben. Und da müssen wir mal besser auf die Nahrungsmittelvorräte achten. Wir brauchen dann noch Leute, die diese Warenhäuser betreiben. Weaver's Workshop ist fertig. Da brauchen wir auch jemanden. Okay, stellen wir gleich zwei ein. Hemp oder Flachs, haben wir beides. Genau, wir haben Hemp jede Menge und Flachs haben wir auch jede Menge. Also das ist kein Thema. Wir können jetzt richtig viel Stoff herstellen. Stoff ist bestimmt gut. Und dann müssen wir halt auch noch so einen... Das ist der Weaver, den wir stehen haben. Wir brauchen so einen... Oh, das ist ein Händler da. Taylor's Workshop brauchen wir. Genau. Aus Merefa ist der. So. Stellen wir das Ding auch mit hier dazu, oder? Passt er da gut hin? Ungefähr hier so. Bam. Der sollte dann Kleidung herstellen, denke ich mal. Gut. Was hat der Händler? Der hat nichts für uns, ne? Oh, der hat Chickens. Merefa. Merefa ist hier drüben, genau. Also wir haben jetzt Kontakt mit Merefa, mit Balaklia und Paniutyne. Mit den anderen beiden noch nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Weil Merefa hat Chickens. Oh. Da müssen wir einen Hühnerstall zubauen. Okay. Wie sieht's mit den Kühen aus? Genau, wir haben jetzt einen Bullen und zwei Kühe. Richtig cool. Die kriegen Heu, Wasser und produzieren Milch. Das heißt, wir brauchen einen neuen Marktstand, der uns die Milch verkauft. Kriegen wir hin. Super cool. Also da geht jetzt ein bisschen was voran. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Milch noch über den Winter. Also der nächste Winter wird ein bisschen hart, weil wir haben nicht viel Essen. Aber ansonsten... Sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da fehlt gerade der Worker, um das Boot zu reparieren. Die Stadt ist schon gut gewachsen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie mal Cash machen. Wir müssen so ein bisschen Geld verdienen, wahrscheinlich damit Kleidung. Und die Nahrungsmittelvorräte, da müssen wir uns dringend drum kümmern, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Weil für den Winter müssen wir noch so ein bisschen einlagern. Für heute würde ich sagen, lassen wir es damit erstmal gut sein. War super spannend mal wieder. Der nächste Winter wird wahrscheinlich einer der spannendsten Winter werden. Ihr seht, was wir alles in der Warteschlange haben. Also da wird sich noch ziemlich viel tun, ziemlich viel dazukommen. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Das heißt, ich denke, wir sehen uns dann so Anfang nächstes Jahr wieder. Wenn wir den Winter hoffentlich gut überstanden haben, dann können wir dann so ein bisschen schauen, was übrig geblieben ist, was wir noch an Nahrung haben. Im Frühjahr werden die Lager dann auf jeden Fall auf dem Tiefstpunkt sein, bevor es dann wieder mit dem Fischen losgeht und
dann langsam auch wieder die ersten Ernten kommen. Und die kommen dann eher so im Sommer frühestens. Diesen Winter gibt es ein bisschen weniger zu essen. Das war's erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.